Hey, ihr Willen da draußen, auch in dieser Woche heißt es wieder: Nichts verzagen, Hackman-Fragen. Die Fragen der Woche stehen bei mir auf den Zetteln. Ihr wisst ja, wie es geht. Hashtag AskTheHackman benutzen, Fragen direkt unter das Video posten und schön nächste Woche könnt ihr dabei sein. Erste Frage kommt von Bobby Hashemi: Wer sollte deiner Meinung nach 2016 in die Hall of Fame aufgenommen werden? Meine Vorschläge: Die Generation X, JBL und Sting. Hm, Bobby. Muss ich nichts zu sagen? Daumen hoch, gefällt mir so, unterschreibe ich. Perfekte Riege, die du da ausgewählt hast, da hat's jeder verdient. Also ich bitte dich, die Generation X, vielleicht die Gruppierung der WWE-Geschichte, JBL, ehemaliger World Champ, Sting, WCW-Ikone, und er hat ja gezeigt bei der letzten Großveranstaltung bei Night of Champions, dass es auch immer noch drauf hat. Also tja, Daumen hoch. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Domi von Skyline, toller Name. Welches WCW-Match hat dir am besten gefallen? Ich sage immer Sting gegen Ric Flair, Great American Bash 1990. Aber es ist doch ungerecht, wenn man aus jahrzehntelanger Geschichte da irgendwie ein Match auswählen muss. Deswegen sage ich es um, Harlem Heat, die Steiner Brothers, Cactus Jack, Vader, wie sie alle heißen. Also, ich habe auch immer gerne WCW geschaut und da gibt es viele gute Matches. Aber wenn ich mich auf eins beschränken müsste, Sting gegen Ric Flair, Great American Bash 1990. Niklas Martinez, welche Einzugsmusik findest du bei Raw, NXT und SmackDown am besten, Hackman? Also aktuell Kevin Owens und Sascha Banks, ganz klar, verfolgen mich im Fitnessstudio immer im Ohr, das putscht mich ein bisschen. Und äh, ja, The Rock und Brock Lesnar, das ist natürlich. Ähm, das Duo meiner All-Time-Favorites sozusagen, wenn es um Einzugsmusiken geht. Also Brock Lesnar und The Rock sind immer auf dem iPod, wenn es ans Eisen geht. Das ist einfach im Fitnessstudio nochmal so ein richtiger Kick. Probiert das mal aus, das ist eine gute Motivation. Clemens König, welches Match fandest du bei WrestleMania 25 am besten? Hm, WrestleMania 25 in Houston, Texas. Also natürlich HBK gegen Undertaker, ganz klar. Also wer was anderes behauptet, ich glaube, der hat nicht viel Ahnung von der Materie. Das war ein Wahnsinnsmatch. Aber das ist ja offensichtlich, deswegen noch ein zweites. Und zwar dieses Klassiker-Match: Chris Jericho gegen Roddy Piper, Jimmy Snooker und The Dragon Ricky Steamboat. Mit Ric Flair in ihrer Ecke. Die drei haben sich ja richtig Verstärkung besorgt. Das war ein Gauntlet-Match sozusagen und ich sage es deswegen, ich erwähne es deswegen, weil Ricky Steamboat so fantastisch war. Also bei WrestleMania 3 gegen den Macho Man, das ist ja eins meiner Lieblingsmatches aller Zeiten. Aber dann bei WrestleMania 25, 20 Jahre später, über 20 Jahre später, nochmal zurückzukommen und dann so ein Ding abzufeuern, zu zeigen, dass man es eben noch drauf hat, ha, Gänsehaut. Ricky Steamboat. Einfach super gut. Deswegen dieses Match. WrestleMania 25 in Houston, Texas. Bambi, Flo, welches Match war für dich in diesem Jahr bisher das Aufregendste? Also, ich habe mir sogar das Datum gemerkt. 31. Mai 2015, NXT-Champion Kevin Owens gegen United States-Champion John Cena. Bestes Match in diesem Jahr, hands down. Hat mir sowas von gut gefallen. Das Ende auch so überraschend, dass Kevin Owens in seinem ersten offiziellen WWE-Pay-Per-View-Match John Cena klar besiegen kann. Wer hätte das denn bitte gedacht? Also hat sich eingebrannt, das Match 2015. Aber ihr wisst ja, wie es bei WWE ist. Nächste Woche kann schon das nächste große Match kommen. Never, say, never. Was steht noch auf dem Zettel ganz klar, was macht ihr am Freitag? Ihr schaut um 20:15 NXT auf Pro7 Wenn ihr euch von der Achterbahnfahrt ein bisschen erholt habt, dann es um 22 Uhr weiter auf Pro7 Max mit SmackDown natürlich und dann wird Geschichte geschrieben. NXT Takeover Respect. Zum ersten Mal überhaupt NXT im Free TV auf Pro7 Max. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen und die T-Shirt Geschichte der Woche habe ich natürlich bewusst gewählt dieses Shirt, ne? Helena Sell, das ist das Shirt vom letzten Jahr. Helena Sell steht wieder vor der Tür. In der vom 25. auf den 26. Oktober. Da wird die Bude auf links gedreht. Brock Lesnar gegen den Undertaker. Na ja gut, ich kann es nicht so gut, aber die beiden treten gegeneinander an in einem Hell in a cell match. Das wird der Burner, das wird der Kracher, das wird der absolute Oberhammer. Und bevor ich jetzt vom Stuhl falle, sage ich so long, Hackman out.